Hallo, liebe Filmfreunde, ich bin Tina Kaiser und ich habe mal geschaut, was in diesem Jahr 2013 so Tolles an Filmen kommt. Also meine persönlichen Filmhighlights des Jahres 2013. Mir ist aufgefallen, dass es wirklich ein Jahr der Fortsetzungen ist. Und weil es so viele sind, habe ich mir mal eine schlaue Liste gemacht. Und es ist echt unglaublich. Es gibt Scary Movie 5, es gibt Cocoover 2, Iron Man 3, es gibt Thor 2, Fast and Furious 6, Ich einfach unverbesserlich, hat auch einen zweiten Teil, Kick-Ass 2, also ihr merkt schon, das ist eine Never-Ending-Liste, ne? Die Schlümpfe 2, Paranormal Activity gibt es inzwischen den fünften Teil, Star Trek kommt der zweite Teil raus, Monster AG 2, Machete Kills, ja, hat auch eine Fortsetzung, Roberto Rodriguez, Hangover, Teil Nummer 3, betrinken sich mal wieder und Sachen passieren, 300, Rise of an Empire hat die nächste Folge und Riddick gibt es auch noch den dritten Teil und da habe ich noch einige vergessen. Also das ist wirklich nur ein Teil von Fortsetzungen und zweiten Teilen. Es ist unglaublich. Die einzige Fortsetzung, die mich wirklich interessiert, ist natürlich John McClane alias Bruce Willis mit Die Hard, Stirb langsam, ein guter Tag zum Sterben, der im Februar startet. Einfach aus dem Grund, weil erstens Sebastian Koch mitspielt, also ein Deutscher mal wieder als Bösewicht, und zweitens, ich schaue mir jeden Die Hard Film an. Finde ich einfach sensationell, Bruce Willis in seiner Rolle. Diesmal kämpft er gegen die Russen, ist zwar nichts Neues und ich weiß auch, dass er wahrscheinlich genauso ablaufen wird wie Die Hard 1 bis 4. Nichtsdestotrotz muss ich ihn sehen. Ansonsten starten ja die meisten tollen Filme bereits im Januar. Django Unchained startet, A Flight startet, The Impossible startet, Zero Dark Thirty startet. Da gibt es ja auch von uns schon einige Kritiken dazu. Ansonsten freue ich mich auf Lincoln. Das ist das neueste Werk von Steven Spielberg mit Daniel Day-Lewis als Lincoln. Eigentlich sollte es ja mal Liam Neeson spielen, also ihn sollte mal Liam Neeson spielen, aber er hat sich dann irgendwann zu alt dafür gefühlt und den Weg freigemacht für Daniel Day-Lewis. Es geht um den Sezessionskrieg und es geht um die Abschaffung der Sklaverei. Auf was ich mich auch besonders freue, ist Gangster Squad, den werde ich mir auch unbedingt anschauen. Es spielen nämlich wirklich nur tolle Schauspieler mit. Emma Stone, Nick Nolte, unser Schönling Ryan Gosling ist dabei und, warum ich mir den Film anschaue, Sean Penn. Mir ist es völlig egal, ob Sean Penn einen Schwulen spielt, jemand, der zu Tode verurteilt ist, einen Todkranken oder jetzt einen Gangsterboss. Ich schaue jeden Film mit Sean Penn an, weil er für mich einfach the most sexiest man in Hollywood ist. Also könntest du mir Tom Cruise, Brad Pitt und wie sie alle heißen, auf den Bauch pinden. Ich würde nur Sean Penn nehmen. Gangster Squad will ich mir unbedingt anschauen. Ich habe nur ein bisschen Angst vor dem Regisseur. Der nennt sich nämlich Ruben Fleischer. Und wenn jetzt alle sagen, wer ist Ruben Fleischer, sage ich nur, ich hatte auch keine Ahnung. Zombieland hat er gemacht. Und wer mich ein bisschen kennt, der weiß, dass Zombieland nicht unbedingt mein Favorite-Movie ist. Aus dem Grund werde ich ihn mir anschauen, aber bin sehr skeptisch. Ein weiteres Highlight für mich im Jahr 2013 ist übrigens Hitchcock. Hitchcock wird gespielt von Anthony Hopkins und seine Frau von Helen Mirren. Mr. Hitchcock, Sie sind der berühmteste Regisseur der Filmgeschichte, aber Sie sind 60 Jahre alt. Soll man nicht aufhören, wenn es am schönsten ist? Das ist mörderisch. Ich bekomme schon Blasen vom Zusehen. Er sucht wie ein Besessener nach seinem nächsten Projekt. Ich brauche etwas Frisches. Etwas anderes. Es war dieses Messer, das nur einen Moment später ihren Schrei abschnitt und ihren Kopf. Charmant. Doris Day sollte daraus ein Musical machen. Ich glaube auch, dass es eventuell einen Oscar geben könnte, denn das ist natürlich eine Paraderolle für beide. Es geht im Endeffekt um die Zeit während der Produktion von Psycho, weil Hitchcock ja damals im Endeffekt seine Existenz gefährdet hat, indem er den Film selber finanziert hat. Und alle eigentlich gegen diesen Film waren. Und wir wissen ja, welcher Erfolg er im Nachhinein war, wie erfolgreich der Film war. Also Hitchcock steht für mich auch ganz weit oben. Zumal ich auch ein großer Hitchcock-Fan bin. Ich habe sämtliche Hitchcock-Filme daheim, habe mir alle angeschaut. Und wenn jetzt natürlich noch Anthony Hopkins Hitchcock spielt, gibt's für mich nichts anderes, als dass ich unbedingt ins Kino muss. Dann gibt es natürlich noch einen Mädelsfilm dieses Jahr, und zwar der große Gatsby mit Leonardo DiCaprio. Ein Remake, die bekannteste Vorlage stammt wahrscheinlich aus dem Jahr 74, als Robert Redford damals den Gatsby gespielt hat. Jetzt wird er verfilmt von Baz Luhrmann, der ja schon Romeo und Julia gemacht hat, Australia und Moulin Rouge. Ich fand die Filme alle okay, aber sie haben mich nicht umgehauen und ich bin einfach gespannt, wie der große Gatsby jetzt wird. Ich finde einfach die Story von Fitzgerald einfach toll. Also mich hat die Geschichte schon immer gereizt. Ich muss ganz offen gestehen, ich habe das Buch allerdings nie gelesen, aber ich finde die Handlung sensationell und aus dem Grund werde ich mir auch dieses Remake wieder anschauen. Last but not least gibt es noch einen Film, auf den ich mich ganz arg freue, nämlich den neuen von Paul Thomas Anderson, The Master. Er hat ja schon Boogie Nights und Magnolia gemacht und jetzt bringt er einen Film zu einem Thema raus,
wie ich finde, es bislang noch nicht da gewesen ist. Es geht um die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Leute alle so ein bisschen orientierungslos sind und ein Intellektueller, gespielt von Philip Seymour Hoffman, eine, ja, im Endeffekt eine Sekte gründet, eine neue Glaubensgemeinschaft, genannt The Cause. Joaquin Phoenix spielt noch mit, der sich dann The Cause anschließt, aber relativ bald merkt, dass da irgendwas nicht dran stimmt. Im Endeffekt ist es ein bisschen so eine Scientology-Erzählung. Wie kam es damals zu Scientology? Und es geht allgemein um Sekten. Erstens, Paul Thomas Anderson ist ein richtig guter Regisseur und zweitens Philip Seymour Hoffman. Ich finde den gigantisch und wenn der wo mitspielt, dann muss er sich diesen Film auch anschauen. Also das waren meine persönlichen Highlights aus dem Jahr 2013. Wenn ihr jetzt sagt, oh Gott, da ist ja richtig viel Schrott dabei, dann könnt ihr das natürlich unten gerne kommentieren. Wenn ihr sagt, oh, jetzt habe ich Lust auf den Film bekommen, dann freue ich mich natürlich auch, wenn ihr was dazu schreibt. Und ich weiß, ich habe ganz viele Filme vergessen. Es gibt einen neuen Brian De Palma, es gibt einen neuen Steven Soderbergh im Jahr 2013 und ich werde ganz oft im Kino sitzen. Ich werde kein Privatleben mehr haben, ich werde ein sozialer Außenseiter werden, weil ich mir nur noch Filme anschaue. Aber es wird ein tolles Kinojahr, auf das ich mich freue. Wenn ihr noch Tipps habt, was man gucken sollte, einfach kommentieren. Ich freue mich über jeden Filmtipp von euch. Soweit zu meinen persönlichen Highlights für das Jahr 2013. Mein Kollege Nils wiederum hat auch seine Highlights abgegeben und die könnt ihr sehen, wenn ihr hier klickt. Und warum Nils keine Vampirfilme mag, dafür solltet ihr hier klicken. Wir haben doch eine Gemeinsamkeit, wir mögen beide keine Vampirfilme.